Ja, herzlich willkommen zu unserem Dark Void Testvideo. Dieses Mal wieder zu zweit mit dem guten Rip, der am Controller sitzt und mir, der das Ganze etwas kommentiert. Wir sind jetzt hier in Dark Void, in The Void, in dem Paralleluniversum, in dem der gute Will, der Protagonist, den wir hier spielen, mit seinem Jetpack, eines der Features des Spiels, ja, euch mal zeigen. Ja, das war ein Vertical Fight. Genau, der Vertical Fight. Das ist sozusagen dieser Deckungskampfmodus. Ja, man kennt das aus Trieb des Krieges und Uncharted, so dieses Klebehand-Klatsch-Deckungssystem. Also genau, und hier wird das halt immer angezeigt mit dem X oder das Pendant wird, was ja. Auf der PlayStation 3 wird. Jetzt bin ich runtergefallen und habe mal schnell den Jetpack angeworfen. Musst du dann mal landen, nicht sterben. So. Aber man kann auch aus dem Flug raus da sich dran kletten. Ja, weil das Spiel treibt das ja auf die Höhe. Also im Grunde ist es nicht viel anders da als, es ist ja nur die Optik, die sich eigentlich nicht geändert hat. Weißt du, das könnte ja auch genauso gut jetzt auf der Erde, normal auf der, auf flachem Boden jetzt passieren. Ja. Also von da ist das jetzt... Man hat halt hier so den Rundumblick. Ja. Mal gucken, ob man das ein bisschen langsamer machen kann. Das Gehirn kriegt das halt nicht auf die Reihe, dass man... Ja. Es wirkt halt so vertikal, das Ganze. So, der Rip arbeitet sich jetzt mal hoch. Aber sie hat gerade diesen Sprung gesehen, der war so gedreht, das macht er dann auch quasi von alleine. Also alles, was er euch so anzeigt, wie hier jetzt A und nach oben, ist halt alles geskriptet, ja. Dann hier seht ihr dann wieder quasi das X dann, ja. Oder ihr könnt auch einfach... Ja, du musst aber nicht rüber, du könntest auch einfach nur mit dem Jetpack normal, wie in einem normalen Shooter, ja, dann auch einfach dann da hochgehen. Könnte man auch, aber wie du merkst, hat man dann weniger Deckung und wird hier quasi von allen Seiten dann beschossen und ist gleich wieder tot. Es geht auch nach unten, wie ihr jetzt seht. In beide Richtungen, okay. Jetzt müssen wir mal schauen auf dem Radar, wo die sich hier rumtreiben. Na gut, wir arbeiten uns jetzt aber erstmal hoch. Ja, es geht, wie ihr seht, hier mit dem schnellsten mit dem Jetpack. Ja. Das hat schon rausgefunden, dass man einfach am besten die Gegner anstürmt und dann mit Nahkampf zerlegt. Das geht doch recht fix. So, hier seht ihr jetzt diese Steuereinheit. Der Will hat eine sehr eigenhümliche Methode, die Dinge auszuschalten. Ja, einfach. Möchte mal wissen, wie er seinen Toaster daheim bedient. Jetzt kommen die natürlich alle hier hoch. Natürlich. Ganz so dumm sind die nicht. Also der Shooter an sich, also der Shooter-Part an sich ist doch recht, der ist solide, oder? Ja, der ist solide. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Controller und den Zielen, aber für geübte Spieler jetzt so an der Konsole, die ihre Shooter gezockt haben, werden sich da dann wohl auch schon einfinden. Die Engine ist, reißt jetzt keine, wie du schön sagst, nicht mehr die Wurst vom Brot. Ja, es gibt leider auch keine Lock-Funktion quasi bei den Zielen. Oh ja, kein Autolock. Also weder in dem noch und noch in dem späteren, in dem Luftkampf, den wir dann euch noch nachher zeigen. Nur Free Aim. Ja, das wäre echt schön gewesen. Oder zumindest eine Auto-Aim-Funktion. Das macht es dann, weil es ist ein bisschen, es sammelt sich sehr schnell so Ungereimtheiten in dem Spiel auf. Ja, jetzt müssen wir die Kerze zerstören. Die einem das Erlebnis doch ein bisschen schal machen, oder? Ja. Ja. Jetzt haben wir hier den Kern zerstört. Jetzt zeige ich auch schon mal einen anderen Part, ne? Ja, dann gehen wir mal in den Dogfight über. Kurzer Zwischenstopp, bevor es in den Dogfight geht. Genau. Zwischen den Kapiteln. Was auch schon mal dumm ist, dass man. Es gibt drei Kapitel. Mit Unterkapiteln. Mit Unterkapiteln, ja. Aber die heißen auch Kapitel. Das ist ein bisschen verwirrend. Ihr habt hier euren Waffenschrank, das heißt, ihr könnt zwischen den Kapiteln und in-game gibt es auch solche Waffenkisten. Da könnt ihr dann auch rangehen und da könnt ihr dann eure Waffen wechseln. Zwei Stück könnt ihr benutzen und upgraden. Ja. Wer merkt, auch unter dem Jetpack könnt ihr auch upgraden. Geht jetzt mal auf so eine Waffe drauf und dann seht ihr unten auf Aufrüsten. Da habt ihr dann solche Technikpunkte, die sammelt ihr im Spiel bei erledigten Gegnern und so weiter. Ja, überall ein. Zurück und jetzt noch drauf und dann auf Tauschen. Ja, habe ich ja oben schon gemacht. Da habt ihr dann Waffen. Ich habe jetzt alle Waffen mal auf 2 gemacht, weil das gerade ein Achievement. Ja. Techniker oder Mechaniker, alle Waffen upgraden. Ja. Und dann steigen wir jetzt mal in den Dogfight ein. Richtig, dann sind wir uns gleich. Wir sind jetzt ausgerüstet und dann geht's weiter. Weiter geht's. Okay, according to the scouting party, we're getting close. How many prisoners they say this facility holds? Couple hundred. They're gonna put up a fight then. We got incoming watchers. Line them up!
rein ins Getümmel, stürzen wir uns jetzt in den Dogfight. Der neue Jetpack ist nicht nur zum Schweben gedacht, sondern natürlich auch für den Quereinsatz, also ab in die Lüfte. Für den handelsüblichen Luftkampf. Für den handelsüblichen Luftkampf, ja. Und wie ihr seht, ihr müsst hier Alpha-Transporter und Beta-Transporter beschützen. Manöver. Und ja, ihr könnt mit den zwei Analog-Sticks so Manöver machen. Doch, ihr könnt, wenn ihr nah genug dran seid, der Metcalf versucht es jetzt mal, mit einer Art Quicktime-Event, da habt ihr es gesehen. Ja. Der zieht dann ziemlich nach, aber es ist, ist ein bisschen komisch irgendwie. Er wechselt dann in eine Art Quicktime-Event, da könnt ihr dann auch gegnerische Schiffe kapern oder in eigene grüne Schiffe auf dem Radar einsteigen. Jetzt dreht er sich wieder welche mal. Die Quicktime-Events, die sind halt, wie der Metcalf eben schon angesagt hat, sehr einfach auswendig zu lernen oder auch überhaupt nicht abwechslungsreich. Ja, also Schiffe kapern ist immer dasselbe. Schade eigentlich. Und bei so großen Bossfights, wo man dann denkt, jetzt so, ist immer richtig Action, ich will den Boss erledigen, ich will ihn irgendwie auf meine Art und Weise abballern, da gibt es dann auch meistens Quicktime-Events. Mhm. Was dann ein bisschen langweilig ist. Nach dem zweiten Mal das sehen, hätte es eigentlich auch gelangt, wenn man einfach sagt, okay, du kaperst den jetzt und dann ist gut. Und dann machst du das einfach und überspringt diesen ganzen Kram. Dann wäre auch gut gewesen. Ja. Aber nein. Also ihr habt jetzt hier diesen normalen Schuss. Und wenn ihr auch in so Raketen dann immer. Jedes Schiff hat dann so andere Waffen noch an Bord. Ja, wir haben auch erstmal dieses Geschütz weg. Ihr könnt mit den Analogsticks so Manöver machen. Das heißt zum Beispiel der linke nach oben, rechts nach unten oder zur Seite. Dann könnt ihr so do a barrel roll. Ja. Quasi machen. Ja, mach nach vorne, nach hinten. Dann macht er so 180 Grad Drehung, ja. Die Luftkämpfe ziehen sich leider irgendwie ein bisschen hinschleppend. Ja, es gibt halt auch hier Übersicht kein... nicht verliert. Also man kann jetzt nicht einfach Auto-Lock-On machen und dann den nächsten Gegner anvisieren, sondern man muss oft einfach das sozusagen das Gebiet ein bisschen verlassen. Ja. Also einen neuen Angriff starten. Ich meine, das ist dann in dem Sinne realistisch, aber es nervt halt. Es zieht halt einfach das Spiel unnötig so in die Länge, sondern... Genau, man muss wie jetzt zum Beispiel weit wegfliegen, 180 Grad drehen und dann hat man wieder so ein bisschen mehr Übersicht. Ja. Ich meine, das wird Luftkampffreunde und Flugsimulatorfreunde natürlich werden die toll finden, aber so der Otto-Normal-Zocker weiß ich nicht, ob dem das so gefällt. Also mir persönlich würde das alles ein bisschen schneller, so ein bisschen dynamischer, dass man so mehr Action hat. Ja, genau. Einfach actionreicher, ja. Genau. Du kannst ja auch nochmal aussteigen jetzt mit B. Ja, aber das Ding ist mir eh zu kaputt. Genau. Hier zum Beispiel seht ihr jetzt, wenn man normal fliegt, ist der relativ schnell. Wenn du jetzt noch mit Y den Boost machst, dann ist einfach nur eigentlich zum Wegkommen oder so. Aber wenn man jetzt zielen will, dann kann man eigentlich quasi dauerhaft X bei der Xbox 360 Version X gedrückt lassen, um zu bremsen. Weil wir spielen jetzt hier die Xbox 360 Version. Ich denke mal, das wird auf der PS3 nicht viel anders sein. Ja. Kaputt. Also ich habe das Spiel komplett durchgezockt. Sehr und schnell. Wir lassen euch jetzt am besten nochmal mit ein paar kleinen Gameplay-Eindrücken alleine. Und wir babbeln uns gleich noch ein Fazit. Also, bis gleich. Gleich. Choice. It could be out of the jungle at least. Wenn ich bitten darf, das war Dark Void. Das war Dark Void von Capcom. Mhm. Wäre jetzt 2008 oder 2007, wäre das ein klasse Titel gewesen. Ja. Leider sind wir im Jahr 2010, in dem das Spiel nicht mehr ganz so klasse ist. In dem es viele Spiele gibt, die das, was Dark Void macht,
Besser tun, ja. Es ist aber kein Trash-Game, es ist schon ein solides Videospiel. Mhm. Ich hab's durchgezockt, ja. Relativ schnell, ja, man kann es schon in 3 Tagen gut durchspielen. Es ist mal, ich sag mal so, es ist was, wenn man nichts zum Zocken hat, leiht's euch aus, spielt's durch. Es ist ein Achievement-Boost, also es gibt einen Haufen Punkte. Also auf der Xbox kann ich das jetzt bestätigen zumindest. Auf der PS3 wird's ähnlich. Ich denke mal, werden die ähnlichen Achievements sein. Ich habe jetzt mit einmal durchzocken ein paar Sachen habe ich versucht absichtlich zu machen. Es sind über 600 Gamerscore, also schon happig. Ansonsten zockt's mal an, zockt mal die Demo. Es konnte leider nicht mithalten, also der Vertical Fight und der Luftkampf reißen es halt leider nicht raus. Reißt es nicht aus der, aus dem Mittelmaß heraus. Ja, wie der Metcon gesagt hat, 2007, 2008 wäre das wahrscheinlich der absolute Hit gewesen mit dem Vertical Fight, Jetpack und Luftkampf in einem Spiel. Aber auch von der Grafik-Engine her hängt es halt leider noch hinterher. Ja. So Mittelmaß, wir machen mal so. Unser Fazit. Nicht so, so. Unser Fazit war so, gut. So, eine nach oben. Genau. Also macht's gut. Jo, bis dann. Ciao. Dark Void. Wow. Jetzt kommst du jetzt hier und wird auf einmal online.